Man kann aber ganz schön tief fallen, ohne Schaden zu nehmen. Ich weiß nicht wohin. Ich brauch doch nur einen Enterhaken. Aua, mein Mull. Boah, wie dumm ich mich da jetzt mal rumcheaten muss. Die Musik ist schön. Oh, voll mit der Spitzhacke in die Schnauze gehauen. Ich finde es so cool, wenn die springen und man die während dem Flug trifft, dann fliegen die so richtig weit weg. Hab mir eben bei dem einen Slime gesehen. Hab schon wieder so komische Bohnen gekriegt. Boah, ey. Aua, ich will nochmal einen Pinky haben. Ich glaube, der soll immer ungefähr eine Goldmünze geben. Ich muss nur noch 8 Pinkies finden oder 7, dann habe ich meinen Minenhelm zusammen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ihr könnt ja mal schreiben, ob sich das lohnt. Oder ob man den irgendwie selber craften kann oder ob der gar nicht so nützlich ist und gar nicht so viel erleuchtet. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Müsst ihr mir alles schreiben. Die Schneemusik ist schon ein bisschen komisch irgendwie. So abgespaced irgendwie. Ich will einen Enterhaken. Ach so, genau. Ich muss ja sogar da hoch. Hüpfi, hüpfi. Laufi, hüpfi. Laufi, laufi, laufi. Laufi, laufi. Laufi, laufi. Scheiße. Aua. Aber ich halte jetzt doch schon um einiges mehr aus dem Stepnet fast bei jedem Angriff. Boah. Was ist das denn für ein Gegner? LOL. Jake, hallo, was machst du hier? Bist du dumm oder so? Heißt das, dass der Onkel Opa da... Oh Gott sei Dank, er hat sich befreit. Sie sind nicht dumm. Aber eine Sache, die mich dann schon die ganze Zeit aufregt, will ich noch kurz machen. Erstmal da alles reintun. Warte mal, die Linsen da. Was ist das denn? Ameisenlöwenkieferbar. Will ich eigentlich nicht unbedingt haben. Geld, 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 Geld. Hä? Oh, das war... Oh. So, Silber. Silbatz. Ach so. Ach, bin ich doof. Warte mal, das ist Silber. Ach so, Eisen. Okay, ups. Da ist Eisen. Ja, kriegt er noch mehr Anfälle. So. Dämonit-Scheiße tue ich einfach mal dahin. Wo hab ich die denn eben hingetan? Da rein? Ah ja, okay. Da sind auch die anderen Linsen. Ich hole die jetzt einfach mal mit, damit ich, wenn ich nächstes Mal bei sowas bin, vielleicht sowas bauen kann sogar. Da kann platziert werden, okay. Kann man dann irgendwie so hinbauen. Also geil, guck mal, wie schön. Hab ich denn die ganzen Schuriken-Dinger dahin getan? Ich hab da irgendwo noch die Schuriken, oder? Egal, jetzt ist alles eingedingst. Oh Gott. Ich sehe aus wie so ein Ritter, ist mir schon mal aufgefallen. Fällt mir jetzt natürlich erst auf. So, Jake, nein. Da. Ich will ihm ja zeigen, was man damit... Oder der soll mir zeigen, was man damit machen kann. Ja, ey, was kann man damit machen? Da herstellen. Hä? Achso! Dämonitziegel. Ach so. Oh. Hä? Kann man damit keine Dämonitbarren oder so machen? Mal gucken. Ja, warte mal, wer dann da, ne? Doch klar.
3 Stück. Mal gucken. Ma. Herstellen. Kriegsaxt der Nacht. Ach du Scheiße. Albtraumspitzhacke. Sehr schwach, kann Höllenstein abbauen. Sehr schwach, sehr schnell, kritischer. Okay. Zerschmetterer. Okay. 24 Nahkampfschaden. Boah. 10. Was sind denn die? Oh, da ist ein Stern eingeschlagen. Okay, hier die Kriegsaxt der Nacht wäre vielleicht mal eine Überlegung wert. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Damit könnte man eventuell die Gegner wegbäschen. Gut, ich habe jetzt eigentlich gedacht, das wäre schon ein bisschen mehr Zeit drüber und deswegen müsste ich jetzt den Part beenden, aber der ist ja noch ganz zu Ende. Dumm. Ich habe sogar noch 9 Minuten Zeit. Mein Eurokrat, oh mein Gott, mein Eurokrat. Ah, lol, Jokreiz, Roffel XD. Ich weiß nicht, was ich gerade für Anfälle habe, aber oh mein Gott. Oh, ich habe gejuckt, ich habe einfach gejuckt, ich habe es einfach getan. So, Stern. Habe ich auch schon wieder 7, kann ich mir bald 9 machen. Ich würde immer gern irgendwie sowas machen, von wegen Zaubern, Mana-Kristall-Scheiße. Wiederbelebungstrank, was ist, wie soll man den eigentlich einsetzen, wenn man dann tot ist, kann man den einsetzen, oder wie? Nein. Flinkheitstrank. Nein, brauche ich erst einen Nachteulentrank, wäre vielleicht ganz nützlich, aber... Ich glaube, die Statuen hier, die nehmen eh nur Platz im Inventar weg, deswegen platziere ich die jetzt mal. So. Komische, sehr zweideutig aussehende Statue da. Da die. Sieht ein bisschen sehr komisch aus. So, toll, ne? Ist das nicht wunderschön? Jetzt gehe ich noch ein paar Zombies bashen. Vielleicht habe ich ja Glück und krieg doch irgendwie diese. Ja. Ich mache lieber hier zu, nicht, dass da gleich einer reinkommt. Krieg doch diesen Fanghaken von dem Zombie. Falls man überhaupt von Zombies kriegen kann. Ich denke schon, weil das hat ja in der Beschreibung davon drin gestanden. Kupfermünze, toll. So, bevor die hier aus Panik rausrennen, mach ich lieber nochmal zu. Ich sollte hier vielleicht irgendwie mal alle paar Meter so eine Fackel machen, damit ich nicht jedes Mal Licht machen muss, wenn ich hier durchrush. Das ist doch schon leicht nervig, ne? Warum kommen hier so wenig Zombies? Wieder im Schneebiome. Hier muss ich aber auch mal heller machen. Oh Gott, ich hasse die Teile einfach nur. Nee, das ist mir gerade zu doof. Haha, tschüss. Lalalala. Berg hier runter rattern, ey. Zombies, ich brauch Zombies. Wo ich schnell da hinterherkomme. Ist das überhaupt? Ist das? Nee, ich glaube, ist das gar nicht. Egal. Kann ich trotzdem kaputt bashen, vielleicht kriege ich eine Linse. Die nerven so die Teile, ne? March, habt ihr das gesehen? Volles Skill, ey. Na, eigentlich war das nur Glück. Mit den Türen auf und zu machen ist auch ein bisschen nervig. Aber wie soll man das sonst umsetzen, ne? Scheiße. Da war wohl meine Lanze zu kurz. Wie lustig. Weg. So viel, wie ich aufgenommen habe, könnte sein, dass meine Festplatte bald voll ist. Oh Gott. Ja, Linse. Habt ihr gesehen, wie ich die im Flug gefangen habe? Ich höre da einen Zombie, oder? Ja. Ach, dann nehme ich Abkürzung. Durch den Opa seinen... Durch den Eugene sein Zimmer. Oh, das sind 2. Gut. Komm schon, droppt irgendwie so ein Fanghaken-Ding. Ich habe 4 von den Linsen, noch 2 Stück. Dann kann ich mir so ein Augenteil bauen. Ein Augenteil. Dann könnte ich rein theoretisch schon den ersten Boss beschwören. Das Auge des Cthulhu-Dingener.
Ich weiß nicht, ob ich den besiegen kann. Oh, ich habe gar keine Fackeln mehr. Tja, muss ich welche bauen. Holz, Slime-Scheiße. Warte mal, habe ich die Slime-Scheiße nicht schon woanders platziert gehabt? Hier, ne? Ja klar, ach, bin ich doof. Sollte ich vielleicht mal Stacken üben? Das ist die Frage, wo ist Holz? Ist hier Holz drin? Ist da Holz drin? Ist da Holz drin? Yep, da ist es. Jetzt baue ich mir mal schnell ein paar Fackeln. So. Fackeln, 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 Fackeln. Guck, da ist eine Eisenkette. Jetzt brauche ich halt nur noch so ein anderes Ding da. Hier Fackeln. Hä? Oh, ups, falscher Slot. So, das reicht. Nein. Hier Zeug wieder wegtun. Das Holz war ja da oben, ne? Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Ne, war gar nicht da oben, scheiße. Egal. Von dem Dreck kann ich noch ein bisschen mitholen. Immer schön Dreck dabei haben, liebe Kinders. Aber die kann man gar nicht stacken. Egal. Warum kann man so Fackeln, die total wichtig sind, jetzt stacken? Ist irgendwie dumm. Ja, ich mach noch ein bisschen hier derbe Verteidigung vom Haus. Oh. Kann auch mal mehr kommen, ey. Kupfermünze, Kupfermünze, scheiße. Ich brauch doch nur eine Fessel. Nee, nicht eine Fessel. Aua. Ich wollte sagen, ich brauch doch nur... Aua. Ist okay. Ich wollte sagen, ich brauche nur einen Fanghaken. So heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Geht er noch höher? Damit die mich gleich schön hier runterschmeißen könnten, ne? Ich glaube, ihr seht die Augen gar nicht so gut. Kupfermünze nur, scheiße. Das Problem ist, ich sehe nie so richtig, ob die jetzt Items getroppt haben oder nicht. Das sind wieder Zombies. Ich glaube, ich kann das immer abwechselnd machen. Hier, Torben, halt meine Fresse. Oder Jake, oder wie immer du heißt. Oh, Kupfermünzen. Ich habe am Anfang immer gedacht, die droppen nur eine Kupfermünze. Aber die droppen ja total viel manchmal. 55 und so. 55 und so. Ja, ich rush jetzt einfach so dann noch hier durch, bis der Part vorbei ist. Also wenn jetzt, keine Ahnung, nichts mehr sehen wollt, wie ich hier total langweilig Zombies kloppe, dann könnt ihr eigentlich ausschalten. Nur so als Vorwarnung, weil ich denke, jetzt wird nichts mehr Spezielles passieren, sein. Hier kommt irgendein geiles Monster. Matsch. Viel noch höher. Letzter Schlag. Bäm. Und noch eine Linse. Fehlt nur eine, dann kann ich mir sowas bauen. Okay, wenn mir nur eine Linse fehlt, dann würde ich aber schon gern irgendwie die Chance nutzen und mir das schnell noch bauen, das Teil, womit man das rufen kann. Andererseits, ich weiß nicht, ob man, wenn man das gebaut hat, ob das dann automatisch kommt oder ob man dann so ein Item hat, womit man das rufen kann. Das weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ja, Hase, lauf in mein Haus, da sind sicher. Sei denn, die anderen Typen, da fressen dich auf. Na, ich glaube eh nicht, dass ich die Linse jetzt noch am Ende krieg. Aua. Hase, renn da nicht dahin, das ist gefährlich. Warum fliegt jetzt schon wieder runter? Toll, hat ein Herz gedroppt. Ich habe übrigens immer noch kein... Okay, das ist weg. So ein Herzding gefunden, das war komisch. Verstehe ich irgendwie nicht, warum ist das so? Nicht rausgehen, nein, ihr bleibt hier drin, ihr bleibt hier drin. Alle bleibt da, wo sie sind. Gut, 5. Habe ich nicht zufälligerweise irgendwo noch... Habe ich die Fackel jetzt aufgesammelt? Ach, man kann B drücken, um die aufzusammeln, das fällt mir jetzt erst auf. Noch schnell mal gucken, ob ich irgendwo noch eine Linse habe, ich glaube aber eher nicht. Da habe ich nur Geld, ne? Wo ich lasse das Geld mal lieber drin, ich weiß ja nicht, ob der dann auszieht. Egal, ich sag dann erstmal Tschüss und bis... Ist jetzt ausgezogen? Ah, ne. Schon gedacht, weil ich ja Geld rausgeholt habe. Oh, kein Bock mehr ausgezogen.
Sagt dann erstmal Tschüss und bis zum nächsten Part. Denkt dran, die Parts zu bewerten. Und weiterhin noch viel Spaß mit dem Terraria-Let's Play und allen anderen Projekten. Tschüss.